Hallo und herzlich willkommen auf unserem kleinen Kanal Klemmbausteinspaß. Es freut uns sehr, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Wie ihr seht, geht es heute nochmal um das Vermutungsset 12007. Dahinter verbirgt sich die 18201 der Deutschen Reichsbank, wie ihr wisst. Und es ist das dritte und letzte Bauabschnittsvideo. Weil, wie ihr schon sehen könnt, ist die Lok fertig gebaut. Der letzte Abschnitt hatte auch an sich nicht mehr viele Schritte. Zu Bau war noch der Tender, die Achsen anbringen, das Drehgestell vorn und hinten. Wie ihr seht, habt ihr die Lok auch schon eine ganz gute Länge und ich würde sagen, wir messen das einfach mal spontan aus und gucken mal, wie lang die Lok ist von Puffer vorne bis Puffer hinten am Tender. Ja, und das sind stolze 52 cm. Das kann sich ganz gut sehen lassen, würde ich sagen. Ich würde sagen, wir gehen mal auf noch die fehlenden paar Bauschritte ein und gucken uns mal ein paar Sachen an. Dann nehmen wir erstmal den Tender ab und schon haben wir wieder was in der Hand. Was man nicht in der Hand haben sollte. So. Was ja noch fehlte an der Lok selber, waren wie gesagt die Räder, das Drehgestell vorne, hier oben die Platte, die Fliese. Ist sehr schön dargestellt, also mir gefällt die Darstellung der Lok selber richtig gut, ist wirklich super gelungen. Sehr filigran, hat aber wirklich ein paar Macken. An sich, die Klemmkraft ist super. Mit Abstriche. Mit bösen Abstrichen. Weil hier und da fallen wirklich Teile ab und die sind echt schwierig wieder konstant fest dran zu kriegen, weil die so wie hier zum Beispiel nur an einer Noppe hängen. Sehr, einmal gegenkommen, schon ist es wieder ab. Also alles, was mit Klemmkraft einer einzigen Noppe zu tun hat, ist ein Riesenproblem. Weil es ist nicht nur hier, sondern auch hier unten, wie ihr seht. Das ist nämlich auch passiert auch des Öfteren. Also hier kann ich euch zeigen, die hintere Achse ist einfach nur so reingesetzt und fällt sehr oft auseinander, weil die Seitenteile hängen an ganzen zwei Noppen. Mal gucken, das sieht man jetzt hier unten vielleicht besser. Die eine hängt hier und die andere da. Und dann wird das hier einfach dran geklickst. Das ist kein Spaß, glaubt mir, das ist kein Spaß. So oft wie das Ding auseinandergefallen ist, ihr kriegt Schreikrämpfe. Weil auf Dauer nervt's. Ich habe hier extra schon eine 1x6er Platte drunter gebaut in Rot, damit ich hier wenigstens die Klemmkraft habe, damit es nicht mehr ganz so oft abfällt. Weil das nächste ist ja, hier wird die Noppe oben festgemacht. Und hier an dem unten. Und das ist kein Zuckerschlecken, wirklich kein Zuckerschlecken. Es fällt dauernd ab. So, jetzt wollen wir mal gucken, dass wir das Drehgestell hier wieder dran kriegen. So, beziehungsweise den Radsatz. Ansonsten laufen tut es echt super. Warum auch immer das jetzt hier. Seht ihr? Und schon verbiegt sich das wieder und liegt auf dem Rad an. Das ist nämlich nicht so gewollt. Und soll auch nicht so sein, weil soll ja frei beweglich sein. So, und dann fehlt hier noch irgendwie. Ne, Hammer. So, also das ist das hintere Teil. Das vordere Drehgestell hängt hier, seht ihr, lose. Das ist eigentlich ganz gut, um gerade in den Kurven beim Fahren nachher gut beweglich zu sein. Ich denke, darauf werden wir dann eingehen beim Review-Video oder werde ich vielmehr mal eingehen, weil ich werde mal noch eins machen und dann werden wir auch ein bisschen die Fahrtauglichkeit der Maschine begutachten. Also ich kann euch vorwegnehmen, sie läuft, wenn sie läuft, echt super. Zwar langsam, aber super. So super, dass mein Sohn
Der ist 3,5, also fast 4 eigentlich. Kein Bock mehr hat auf seine Lego City-Züge. Der will lieber mit der durch die Gegend fahren, weil die ihm viel mehr Spaß macht. Und sie nach einer echten Lok aussieht und nicht nach zusammengeschraubten Plastikteile, die es zum 10.000 Mal gibt. Weil, sind wir ehrlich, den Lego City Personenzug, der jetzt aktuell auf dem Markt noch ist, seit 4 Jahren, der ist einfach nur potthässlich. Also das ist meine Meinung. Kann jeder seine eigene drüber haben, aber ich finde den potthässlich. So, dann hier ist eigentlich das Drehgestell. Hier, das Zahnrad habe ich ausgetauscht, weil, nee, es war das hier drüben, sorry, weil bei den ersten Fahrversuchen war ein Moon King Zahnrad dran und ich habe jetzt ein Lego Zahnrad dran, muss man gleich dazu sagen. Es hat sich verkantet, das ist immer von der Achse hier, hier ist eine kleine graue Achse drin, da ist sie immer runtergeklappt, die hat nicht gehalten. Und wenn die runterklappt, dann hast du, funktioniert es nicht mehr. Dann bleibt sie stehen, es klappt kurz und bleibt stehen. Das war's dann. Also habe ich das wieder abgemacht. Wir haben ein Zahnrad von Lego dran gemacht. Und jetzt läuft sie. So, dann hier vorne, Besonderheit, ist einfach nur beweglich. Tut dem Ganzen aber keinen Abbruch. Hier sind Platten drunter, ist eine Platte drunter. Das habt ihr ja in dem letzten Bauschritt schon gesehen. Und da wird einfach nur hier die Fliesen oder das Weiß draufgeklickst bis hierher. Und der Rest hängt hier auf beiden Seiten. Aber dadurch kriegst du eine Filigranität her, die spitzmäßig ist. So, dann wurde hier vorne das nochmal separat gebaut. Da kriegst du endlich hier das hier. Den Teil zum Halten, weil der ist nämlich auch ewig und 3 Tage abgefallen, bis man den Puffer vorne dran baut. Hier vorne sind so Pistolen drin. Einfach umgedreht und schon sieht das aus wie Luftleitungskuppel. Sorry, Kabelkuppel. Ach, Schläuche, mein Kinder. Schläuche heißt das Wort. Schläuche. Die Puffer. Und hier soll die Kupplungskette darstellen. Einfach mal hier so ein modifizierter Brick Fliesenplatte. Aber sieht, wenn ihr mal schaut, richtig gut aus. Hier vorne kommt normalerweise noch die Nummer drauf. Da wird bei Moltking steht die 12007 da. Ich will mal gucken, dass man das bedrucken lassen kann. Und da ordentlich die 18201 drauf steht. Soll ja im Original aussehen. So, dann hat man ja das Problem, dass hier drin der An- und Ausknopf versteckt ist. Das hat man gelöst, indem man einfach hier, ups, ich zeige euch das mal bestimmt, Transklierstein so zusammenbaut. Und der wird einfach hier oben reingeschoben. Super. Fällt schon das nächste wieder ab. Ich sage ja. Alles, was mit nur einem Noppen geklickt ist, ist ein Riesenproblem. Also, man drückt hier drauf und man sieht leicht bläulich, weiß nicht, ob man das erkennen kann, es ist dann an. Und dann leuchten auch vorne die Lampen. Ein bisschen länger drauf drücken und dann ist er wieder aus. So, hier sind ja keine Batterien verbaut, wie ihr wisst, sondern es wird mit Strom geladen. Und zwar nimmt man dann einfach hier oben den Deckel ab. Und dann ist hier der Stromanschluss versteckt. Und da kann man die laden. Zum Anfang blinkt es. Und wenn das ins Standlicht übergeht, ist fertig geladen und dann kann man wieder weiterfahren. Aber wie gesagt, sie ist nicht unbedingt die schnellste. Das werde ich dann im Review-Video, werde ich euch das zeigen. Die ist relativ geschmeidig, gemütlich unterwegs. Könnte da vielleicht einfach einen stärkeren Motor vertragen. So, dann hier oben das Dach von hinten.
Wie gesagt, hat man ständig in der Hand, fängt ständig ab. Einmal gehen kommen beim Tragen oder draufsetzen und du kommst ja hinten ans Dach. Keine gute Idee. Ist wirklich keine gute Idee. Ansonsten hier, wenn man es hier in der Mitte festhält, da ist eine super Stabilität drin. Da kann man sie super, super festhalten. Also da ist sie echt spitze. Hier sind Aufkleber auf beiden Seiten. Ups, da. Da ist dann, steht der Betriebshof drauf. So, jetzt seht ihr schon hier wieder ein Noppenproblem. Und schon fällt das Teil vom Windschutzleitblech ab. Das gleiche habt ihr hier und natürlich auch auf der anderen Seite. Also die fallen ständig ab. Wobei man sagen muss, die kann man noch locker leicht wieder dran machen. Das geht noch. Im Gegensatz zu dem hier. Wie gesagt, das Teil ist ein echter Fluch. Also da muss ich mir echt noch was einfallen lassen, wie ich das stabiler hinkriege, dass es gerade hier die Seitenverkleidung nicht dauernd ab, kaputt geht und abgeht. Hier sieht man ja schon wieder, es fällt schon wieder auseinander. Das ist nicht schön. So, ich denke, mal so viel zu der Lok. Jetzt gucken wir uns noch ein bisschen den Tender an, weil der ist auch nicht lustig. So, wie ihr seht, fallen schon die ersten Teile ab. Und wieder das Problem. Die Haltbarkeit von nur einer Noppe ist nicht so der Burner. Der Tender an sich sieht gut aus. Ist im Original ziemlich gut gelungen. Kommt sehr gut heran. Das hier ist einfach nur hier reingeklappt. Sollte eigentlich halten, kann man aber hier. Also eigentlich, es hält auch im Prinzip, aber man hat es auch schnell in der Hand. Das ist einfach nur so ein kleines Fensterteil, links und rechts, reingeklickst, liegt hier lose drauf und wenn man hier oben drei Platten drauf gesetzt. Zwei Fliesen und eine 1x3er Platte. Das eigentliche Problem an den Tender ist das. Gesehen? Da ist null Klemmkraft. Null. Nimmst du den Tender hoch, bleiben die Drehgestelle unten. Die sind hier unten drin gesetzt. Hier sind so eine 2x8er Platte jeweils mit Löchern drin. Und in den Mittellöchern wird quasi das Ding reingesetzt. Aber es hat halt null Haftung. Null. Also hier, zack. Jetzt, wie so ihr den Tender umdreht, habt ihr sofort wieder in der Hand. Und deswegen ist es auch ein Riesenproblem, wenn ihr das die ganze Maschine auf die Gleise stellen wollt, bis ihr es soweit habt, dass sie wirklich draufsteht und losfahren kann. Dauert es auch eine halbe Ewigkeit. Das Ganze hat er ja, der hat ja zwei Drehgestelle drunter. Dementsprechend ist es nicht so lustig. Der Kasten an sich selber ist sehr stabil. Also gibt es nichts zu meckern. Der ist echt super. Es ist nichts drin. Hier hat es zwei Klappen, da kann man reingucken. Aber wie gesagt, es ist nichts drin. Es ist ein Hohlraum. Ja, wie ihr seht, hier ist alles mit eine Noppentechnik dran gemacht. Also an sich sieht ja schon sehr gut aus. So ist es nicht. Ja? Also es ist wirklich super designt. Nochmal, also vom Design her echt klasse. Echt ein Traum. Von der Klemmkraft zu 80% super und von 20% sind scheiße. Definitiv. Also muss man, kann man nicht auch sagen. Ist einfach nur scheiße. Und hier seht ihr, und man muss es wieder dran bauen. Können wir mal gucken, wie rum das war. Wir wollen es ja nicht fair bauen und falsch bauen. Ist natürlich in wunderbarem Rot gehalten, was das Ganze echt super attraktiv, super macht. So, jetzt
wieder zusammengebaut. Hier sind so rote Würstchen dran, rote Blümchen dran. Einmal eins ein rund, einmal eins als Platte, aber halt alles zum größten Teil einmal eins und dadurch war das ziemlich wackelig. Weil, wie gesagt, da haben sie echt ein Klemmkraftproblem beim Boat King. Da bin ich bei Lego dann doch ein bisschen was anderes gewohnt. Also, meine Lebensgefährtin hat schon gesagt: Hey, nimm Klebstoff und kleb's dran, weil das ist wirklich ein Fluch. Wirklich, es ist ein Fluch. Nix Segen, Fluch. Aber wer klebt denn schon Klemmbausteine? Das macht doch keiner. Das hintere Teil, also hier ist ein Magnet drin, den baut man selber zusammen. Das sind wirklich Einzelteile, also man nimmt das hier raus und das steckt das einfach rein. Aber ja, der Magnet ist spitze. Der hat wirklich eine gute Kraft. So, dann versuchen wir das mal wieder hinzustellen. Ne? Und ihr seht schon, es ist gar nicht so einfach zu machen. Weil hält er nicht. Und man muss genau das Loch treffen, sonst ist es dunkel. Jetzt komm schon. So, und schon geht das nächste wieder ab. Da haben wir schon wieder den Salat. So. Gucken, ob wir das jetzt. Naja, jetzt ist es natürlich ab, ist ja egal. Das brauche ich nachher wieder dran. Vorführeffekt etc. pp. Jetzt eh. Also, das brauche ich nachher nochmal zusammen. So, stellen wir es einfach nochmal hin. Also, wie gesagt, so sieht es wirklich super aus. Vom Bauen her hat es auch wirklich Spaß gemacht. Schließlich super leicht deckbar. Was heißt leicht? Leicht noch auch nicht. Also, zeitlich gesehen ließe es sich super wegbauen, aber. Von der Anleitung her ist es dasselbe Problem wie bei dem Lego-Krokodil. Genauer hinzugucken, wo auf dunklen Stellen dunkle Teile hin müssen, ist echt extrem schwierig. Und der Anleitung hat dann halt in Anführungsstrichen das Problem, dass ja mehrere Bauschritte auf einer Seite abgedruckt sind und nicht so wie bei Lego. Ein Baufortschritt pro Seite, was aber hier und da bei Moat King echt besser gewesen wäre. Um das Ganze größer zu machen, gerade an schwierigen Stellen, wo du nicht sofort siehst, wo es hin muss. Also man kann sich da schon sehr leicht verbauen, wenn man nicht ganz genau aufpasst. Teilweise war es, muss ich ehrlich sagen, war es echt ein Problemfall, weil da habe ich selber eine Lupe benutzt, um genau zu sehen, wo das Teil denn jetzt hin muss. Weil man das auf der Anleitung so mit bloßem Auge wirklich nicht mehr gesehen hat. Selbst bei Licht, bei Raumlicht hattest du keine Chance. Trotzdem würde ich sie jeder, der Züge mag, zum Kaufen empfehlen, weil vom Preis, Leistung her unschlagbar, wirklich unschlagbar. Ich habe 100 Euro bezahlt, bekomme dafür eine sehr lange Lok. Mit Motor, mit Batteriekasten, mit Gleise und es gibt auch noch einen Wagen dazu, der fast genauso lang ist wie die Lok selber. Dazu präsentiere ich euch den aber auch später im Review-Video, würde ich sagen. Besonders mal her, wenn es ans Fahren geht. Also, wie gesagt, wer gerne mal ein bisschen durchatmen möchte, runterkommen will und sich dann wieder hochstellt, weil ein Teil nicht passt, kann ich das Ganze nur empfehlen. Also nee, Quatsch natürlich. Die Lok ist wirklich super. Kauft sie euch, baut sie euch. Es macht wirklich unheimlich Spaß und es lohnt sich wirklich. Es lohnt sich, weil an sich ist die Lok einfach nur spitze. Sie hat zwar Abstriche, gar kein Thema, aber ich habe es keine Sekunde bereut. Wichtig ist dabei, wenn ihr irgendwann mal was von Moat King bauen wollt, bitte achtet drauf, weil das ist ganz wichtig und unfair anderen Leuten gegenüber.
was ihr kauft. Weil wenn man sich den Katalog anguckt, es sind sehr, sehr viele Kopien dabei. Und ich würde sagen, sogar illegale Kopien. Weil wie gesagt, es ist asiatischer Hersteller. Ihr wisst ja selber, China hat es nicht so mit Plagiaten und so. Urheberschutz etc. pp. Da wird gern kopiert, eifrig kopiert. Man erkennt so vieles wieder. Egal, ob es von Lego Ideas ist, Lego selber etc. Zu der Lok kann ich nur sagen, ich habe bis jetzt nichts gefunden, was darauf hinweist, dass es irgendwo abgekupfert ist. Von dem her habe ich sie mir ruhigen Wissens geleistet, zusammengebaut und da auch schon beim Zusammenbau Spaß gehabt, geflucht, ungewohnt geflucht. Als Lego-Bauer hat man selten was zum Fluchen, weil man da doch schon gewisse Sachen gewohnt ist. Man muss sich auch damit beschäftigen, dass in der Anleitung manche Bauschritte meiner Meinung nach viel zu spät kommen. Die gehören eigentlich viel früher hin, was einen Einbau wirklich einfacher macht. Als nachher hier kompliziert so eine Riesenstange in einzelne Nöcke da reinzubringen. Das hätte man nur als Beispiel schon viel früher machen müssen, bevor man das Ganze hier baut. Ach ja, hier die. Das ist hier ist auch ein Problemfaktor, weil das geht auch sehr, sehr oft ab. Das ganze Führerhaus habe ich schon sehr oft in der Hände gehabt. Und du kriegst echt das Fluchen, wenn du es gerade eine Seite wieder dran hast. Du willst die zweite Seite dran machen, versuchst ein bisschen dran zu drücken, damit die Klemmkraft da ist. Und dann fällt die andere Seite wieder ab. Also auch das passiert des Öfteren. Aber, wie gesagt, es soll die Lok an sich nicht schlecht machen, ganz im Gegenteil. Ich kann sie euch empfehlen. Wer es mag, es ist wirklich eine richtige Lok. Im richtigen wahrsten Sinne des Wortes und nicht so das, was Lego bietet. Mal abgesehen vom Krokodil und alten Geschichten. Es ist eine wunderschöne Dampflok, die an das Original super rankommt. Ja? Also man sieht kaum unter, ja klar, wenn man jetzt vom Original steht, dann sind hier mehr Schläuche dran und Leitungen etc. pp. Aber da kann man drüber weggucken, es ist ein Modell. Und wie gesagt, ich finde sie echt super. Ja, und sonst würde ich sagen, bedanke ich mich, dass ihr reingeschaut habt, dass ihr mir zugeschaut habt. Wünsche euch einen schönen Tag. Würde mich freuen, wenn ihr ein Abo da lasst, wenn ihr gerne auch die anderen Videos auf meinem Kanal anschaut. Gerne auch einen Kommentar da lassen, Abo da lassen. Ansonsten bleibt gesund, bleibt uns gewogen. Wir freuen uns auf euch. Bis dann. Ciao, ciao.